Do sind Selbstkontrolle, Eigenverantwortlichkeit, Fairness, Hilfsbereitschaft und natürlich auch Körperbeherrschung. Neben Sport und Spiel ist auch aktives Musizieren ein entscheidender Faktor, um die Entwicklung von Kindern zu fördern. Sie nennen sich die Billtown Boys, Juventus Fiddle oder Mümmel Street Soccers. Stadtteile, die nicht selten durch negative Schlagzeilen auffallen und die zu den sozialen Brennpunkten Hamburgs gehören. Ja, Oma, es geht hier richtig ab! Rund 60 Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 16 treffen sich jeden Sonntag in verschiedenen Übungsgruppen zum Tanzen, Singen, Spielen zu Gospel, Reggae, Soul und Rap. Ruth Manorama ist Leiterin von Women's Voice, einer Organisation zur Unterstützung und Beratung der ärmsten Frauen in Indien. Die Männer meinen, sie könnten die Rechte der eigenen Frau verletzen. Sie denken, das stünde ihnen zu. Aber der Staat ist hier in der Verantwortung. Auch wenn sich die Regierung ungern in den Privatbereich einmischt, wir sagen, doch, das müsst ihr. Eine Bürgerin ist eine Bürgerin, egal ob zu Hause oder in der Öffentlichkeit. Kümmert euch um ihren Schutz. Um Gewalt gegen Frauen zu stoppen, muss jeder aktiv werden. Gewalt gegen Frauen hat mit Straffreiheit zu tun, mit ungleichen Rechten, mit Macht, Vorurteilen und dem fehlenden Willen, das Problem anzupacken. Darum betonen wir in unserer Kampagne, dass Gewalt gegen Frauen, auch wenn sie überall auf der Welt stattfindet, nicht unvermeidlich ist. Wir fordern, dass die Regierungen Gesetze zum Schutz der Frauen erlassen und sie auch anwenden. Wir rufen dazu auf, dass Menschen überall auf der Welt erklären, wir tun so etwas nicht und tolerieren es auch nicht. Wir lassen nicht zu, dass andere das tun. Und wir lassen nicht locker, bis Gewalt gegen Frauen ausgemerzt ist. It's not possible to get into the forest without our heavy equipment. No chance to get in. Die Hoffnung hatte das Rettungsteam aus Düren schon am zweiten Tag im Katastrophengebiet von Khaolak verlassen. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, dort, wo auch Jasmins Eltern zuletzt waren. Zu groß die Zerstörung, zu klein die Wahrscheinlichkeit, dass sie in diesen Trümmerfeldern noch ein Wunder erleben. Hier am Strand gibt es noch ca. 80 Vermisste. Drei sind gefunden worden. Die sind eingeklemmt in Fahrzeugen oder unter Trümmern. Das werden wir machen. Die Kollegen da unterstützen mit unserem schweren Rettungsgerät, hydraulisches Rettungsgerät, diese Leichen zu bergen. Und dann werden wir uns weiter durch die anderen Gebäude machen, hier auf die Suche nach Überlebenden. Ich weiß nicht, ob es einen fesselt oder negativ fesselt. Also ich habe keine Albträume und hoffe auch, dass mir das alle nachsehen, dass ich das verarbeiten kann. Ja, viele Leute sagen ja immer, Mensch, da muss man ja Albträume haben, da muss einen ja verrückt machen. Man denkt sicherlich oft darüber nach, vor allem wenn man selber Kinder hat und wir haben ja eine Vielzahl toter Kinder dort gesehen, dann ist man hier eigentlich nicht in einer Albtraumsituation, sondern vielmehr freue ich mich, dass meine Kinder gesund sind und es denen gut geht und die sowas nicht erleiden mussten. Ja. Aber Albträume habe ich eigentlich keine. Als Frank Schultes aus Thailand zurückkam, hat er sich nicht viel Ruhe gegönnt. Am Tag darauf fing er in seinem Sanitätshaus in Düren wieder an zu arbeiten. Wohl auch, um sich selbst abzulenken, zu verdrängen. Ab ACTA legen kann man es sicherlich nicht. Dadurch, dass wir sehr gut betreut werden durch die Notfallseelsorger. Man spricht da sehr oft drüber. Ich spreche auch mit meiner Frau darüber, zeige ihr auch Bilder. Zeige ihr natürlich nur die Bilder, wo ich auch denke, dass sie verkraften kann. Ja, ich bin dran. Ja,
Eine gute Woche waren die 20 freiwilligen Helfer aus Düren in Khao-Lak. Geschlafen haben sie in dieser Zeit wenig. Zu viel war zu tun. Was sie erlebten, war extrem. Die Hitze, 35 Grad im Schatten, dazu eine drückende Schwüle von morgens um 6 bis tief in die Nacht hinein. Prayer is their last hope. These patients are HIV positive and no longer have anyone but Buddha to turn to for help. AIDS is spreading with catastrophic speed in Cambodia. German talk show host Alfred Biolek wants to do something to help, saying the poorest of the poor can't be left alone in their plight. I think people really need to devote time and effort to the AIDS problem. And when those people are celebrities like me, then of course the impact is particularly strong. I'm not famous here, but in Germany I can put my celebrity status to good use. So I'm having a look around here first to come to my own conclusions and then return to Germany to report on my findings. Alfred Biolek is sounding a wake-up call and demanding more money from rich nations to combat AIDS. He's a goodwill ambassador for the United Nations AIDS project, UNFPA. The German government is a major donor, but critics say it doesn't contribute enough. The money is badly needed for projects like this one at a school in Phnom Penh. A new approach is being tried out here. The pupils are being trained as teachers. Alfred Biolek thinks it's a fantastic idea. Pupils learn how to protect themselves from HIV infection and can then pass on that knowledge to others. Pisef Boom grew up in the middle of this slum on the outskirts of Phnom Penh. Now he's working here as a teacher. It's a strange sight for the people who know him. He shows them how to use a condom. Many have never seen such a demonstration. But they're all familiar with unwanted pregnancies and AIDS. Duke, immer wieder Duke. So heißt Andres Lieblingsdelfin. Im Mai ist André zuletzt bei Duke in Florida gewesen. Die Delfintherapie macht aus dem ängstlichen kleinen Knirps tatsächlich einen mutigen, aufgeschlossenen Jungen. Er geht unheimlich gerne spazieren, schaut sich Bäume an und Blumen und sowas und er fasst die Sachen jetzt an. Das sind so Sachen, die hat er früher nie gemacht. Also hat er geschrien, wenn er einen Baum gesehen hat. André lernt nach und nach, sich besser zu verständigen und auch seine Gefühle auszudrücken. Er zeigt seine Wünsche jetzt selbst und versucht langsam, Schritt für Schritt, zu sprechen. Er kann nicht nur Wörter jetzt sagen, sondern wir versuchen ihm auch so zweisilbrige Wörter beizubringen, so wie Baum, Apfelbaum zum Beispiel. Und das klappt super. Ein lebendiges Leben dank der Delfine. Doch die Therapie in Florida ist teuer. Deshalb sammelt der Verein Dolphin Aid Spenden und Sponsoren, so wie es die Sat1-Zuschauer für den kleinen André vorgemacht haben. Ihr habt uns eine Stimme gegeben und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Es waren die Zuschauer von Sat1 17:30, die die ersten Spenden geschickt haben. Es hat den ersten Bericht gegeben. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, einen Dank auch mal an die Zuschauer zu senden und zu sagen, danke, danke für die Hilfe und bitte nie aufhören zu spenden. Im besten Fall will Dolphin Aid ein eigenes Delfintherapiezentrum bauen. Nur so kann Dolphin Aid noch viel mehr Kindern helfen. Es lohnt sich in erster Linie, weil man sieht, das Kind ist glücklich und das ist das Wichtigste und es lernt auch noch dabei. Und dann macht es man es automatisch, also was Schöneres gibt es ja nicht. Seit 2 Wochen geht André sogar zur Schule. Bye bye. Selbstständig zu werden, nicht immer Hilfe zu brauchen, das ist das Ziel und vor allem Duke hat ihm dabei geholfen. Duke wird wohl immer Andres Lieblingsdelfin bleiben.